Ja, Hallöchen zusammen, willkommen zurück zu Sunrise the Game. Ich bin immer noch am Vorproduzieren für den Urlaub. Mir fehlen noch ungefähr 2,5 bis 3 Stunden Aufnahme. Es ist gerade 2:30 nachts. Oh Gott, das wird eine kurze Nacht mal wieder. Aber gut, der letzte Rest muss auch noch sein. Dann habe ich endlich dann auch genug für den Urlaub und euch fehlen dann keine Tage mit Folgen. Wir standen hier vor der Tür ohne Griff, kamen nicht rein, weil wir ja auch den Iris-Scanner nicht benutzen können. Mit der Kamera konnten wir auch nichts machen, also gehen wir einfach mal zurück. Ich habe mir gedacht, wir gehen einfach mal zu Brian, Max und der Frau. Keine Um Ahnung, wie sich aus hieß. der Box zu befreien, gibt es exakt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man schiebt seinen Allerwertesten ins Labor, vorausgesetzt, man hat auch eine Zugangsberechtigung, oder man benutzt den Fahrstuhl, den man mit dieser Taste hier rufen kann. Man tu's. Wunderbar. Wie gesagt, zurück zu dem Typen mit der Frau. Keine Ahnung, wie die Frau hieß. Kann ich mir nicht merken. Bisher jedenfalls noch nicht, bald wahrscheinlich schon. Und dann mal gucken, was die dazu sagen, dass hier verschlossen ist. Vielleicht haben die eine Idee, wie man hier reinkommt. Bin ich. Willst du mich verarschen? Hä? Aha. Ich habe auf Tastenfeld geklickt, also komme ich dorthin. Jetzt muss auf Foyer, okay. Mein Fehler. Wie Auf kann. geht's nach unten. Wie kann ich auch nicht auf die Idee kommen, dass man nicht auf Tastenfeld klicken darf, um nach unten zu fahren? Also, ist einfach so dumm von mir gewesen. Wie kann ich nur so dämlich sein? Naja. Wie auch schon gefragt habe, ist das eigentlich so ein Alienware-T-Shirt, was er da hat, oder glaube ich das gerade nur? Keine Ahnung. Und wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Einmal wieder in den Van rein. Komm, Ryleck, beeil dich. Loft. Brumm, brumm, brumm. Ja, komm, skippen wir mal. Das dauert mir sonst zu lange. Ich füge gerade ein, man kann ja skippen. Schon wieder 2 Tage her, die letzte Aufnahme. Hallo, Brian. Rydek, bitte jetzt nicht. Boah, ist ja gut. Jenny. Ich glaube, es ist besser, wenn du die anderen fragst. Max. Die Fragerei kann einem ganz schön auf den Keks gehen. Aber. Die Tür verschlossen. Und jetzt? Kriminallabor. Die sagen ja gar nicht, wie ich da reinkomme. Fahren wir denn hier sonst noch irgendwo hin? Laterne. Das ist eine wichtige Komponente bei dem Sachverhalt, Laternenparker. Ja. Hier komme ich lang. Wo komme ich hier hin? Ah, jetzt komme ich hier lang. Okay. So, hier kann ich mich nochmal explizit umgucken. Hier komme ich rein. Das Rydeck. Sonst ist hier gar nichts. Ja, hier war die Palme, mit der konnte ich nichts anfangen. Sonst irgendwo hinlaufen kann ich hier auch nicht. Hier kann ich also im Prinzip nur hier lang, weil die Palme war ja irrelevant. Hier ist sonst auch nichts, außer einmal hier dieser Etagenplan und der Fahrstuhl. Fahren wir nochmal nach oben. Toll, die Aufnahme fängt gerade erst an und ich bin schon verwirrt. So, ich meine, Tastenfeld. Denn Tastenfeld ist eindeutig die Beschreibung für oben. Kann ich da nicht drauf kommen, ich Dummerchen. Finde auch schön, wie sehr das Pflaster in seinem Gesicht leuchtet. Dritte Etage, Damenunterwäsche. So, gucken wir uns das hier nochmal an. Langsam wird's. Ja, ist schön. Sieht immer noch aus wie ein Schuhkarton.
Oder hat nicht was anderes? Nee. Na wunderbar. Auf die Dinger steht Brian doch. Iris-Scanner. Mit so einem Teil werden die Glotzkorken gescannt. Soweit ich weiß, kann man Netzhautgucker nicht umgehen, also muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das hier ist jedenfalls eine Sackgasse. Aber irgendwie muss ich da rein, nur wie? Ja, ich frage mich auch. Ich glaube, mit der Nummer können wir jetzt langsam auf. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hatte das beim letzten Mal nicht richtig angehoben. Ich gucke mir trotzdem an, was Rydek über die gesamte Geschichte hier unten erzählt. Na toll, vom Loft ist nur noch ein großer Haufen Schutt übrig geblieben. Dazu kommt, dass alle Daten, die uns aus dieser misslichen Lage rausbringen, ebenfalls verglüht sind. Bis auf die defekte Festplatte. Ich muss wissen, was da drauf ist. Es muss doch irgendwo herauszufinden sein, wo sich so ein Kriminallabor befindet. Vielleicht kann er ja wenigstens die Daten retten. Ja, das Kriminallabor haben wir schon gefunden, Rydek. Ist ja schön, dass du das schon gemerkt hast. So, also den Iris-Scanner hatte der vorher anscheinend nicht bemerkt. Deswegen habe ich jetzt die Hoffnung, vielleicht sagt Brian jetzt irgendwas. Also ich will nicht jetzt schon wieder einen Tipp verwenden. Ich wäre zu früh. Foyer. Auf geht's nach unten. Erster Stock, Männerhosen. So, wieder raus. Zum Van. Navi, Loft und überspringen. Boom. So, Brian, bitte sag mir jetzt nicht, ich soll später kommen. Mehr weiß ich nicht, ehrlich. Ist nicht euer Ernst. Oh, die Fragerei kann einem ganz schön auf den Keks gehen. Ja, diesmal konnte ich nicht überspringen. Mann, warum ne? Warum ich euch dauer nerve? Dann helft mir mal, ihr Spinner. Oh, hier geht's noch rein. Ach so, dann komme ich hier hin. Wo bin ich eigentlich? Da stehe ich, okay. Ja, dann tut's mir leid, aber ich wüsste sonst echt nichts. Ich glaube, nein. Ich glaube, ich habe da was im Kriminallabor übersehen. Ach, Rydek, warum kannst du nicht einfach mal laufen? Das würde uns viel Zeit ersparen. So, wieder zum Kriminallabor. So, und komm schon. Rein da. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das wirklich übersehen habe, was ich gerade glaube. Weil so interpretiere ich das gerade. Bin ich gespannt. Wechselsprechanlage? Die Hausfunke zum Labern. Fragt sich nur mit wem. Ja, das ist eine gute Frage. Doch, tatsächlich. Einmal ganz nach oben, bitte. Es gibt noch einen extra Knopf, den hatte ich übersehen. Denn ist okay. Mein Fehler. Man hätte es auch einfach machen können. Einfach so eine dicke Schaltfläche einblenden mit drei Knöpfen. Dach, Kriminallabor, Erdgeschoss. Bumm. Wäre simpler gewesen. Was haben wir denn hier Schönes? Scheinbar nix. Ne, nur die Tür. Ah.
Ach, das Dach. Ich erinnere mich an dieses Bild sogar noch. Ich ganz wieder vergessen gehabt. Die Klimaanlage. Sowas hätten wir im Loft auch brauchen können. Immer frische Luft, wohl temperiert und frei von Geschmacksstoffen. Ja, ist ganz gut. Diese Geschmacksstoffe sollten schon fehlen, da hast du recht. Hier haben wir einen Lüftungsschacht Nummer 47. Na, ich tippe auf einen Lüftungsschacht. Schön zu erkennen an den drehenden Ventilatoren. Wie unschön. Ja, schön. Schaltschrank. Ein bisschen erbärmlich im Gegensatz zu dem, den wir im Loft haben. Dafür ist der hier noch nicht in Pulverform auf den umliegenden Fensterbrettern verteilt. Ein Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. Ja, ich glaube, jetzt wäre so ein Schaltschrank euch auch lieber, oder? Was war? Abseilhalterung. Ein Haken, um sein Leben dran zu hängen. Ein bisschen vertrauenswürdiger hätte man das schon gestalten können. Okay. Moment, ich muss da auf jeden Fall mal näher ans Bild ran. Sonst bringt mir das hier gar nichts. Ich erkenne fast nichts. Damit kann ich wirklich nichts machen? Nee, keine gute Idee. Keine gute Idee, okay. Ah! Ach du Scheiße. Mann, ist der Lüftungsschacht tief. Wie es aussieht, ist das der einzige Zugang zu diesem Kriminallabor. Rydek, ich glaube, ich muss mich mit dir mal unterhalten. Das kann doch jetzt nicht wirklich dein Ernst sein. Wenn ich hier reinklettere und hier drinnen einen Abgang mache, dann war's das für mich. Das Erste, was mich aufhalten wird, ist der Keller, so circa 80 Stockwerke weiter unten. Bei dem Gedanken dreht sich mein Magen im Kreis um meinen Arsch. Oh, wird mir richtig übel. Okay, Rydek, jetzt reiß ich mal zusammen. Wenn du nicht in der fünften Dimension versauern willst, dann musst du da runter. Zum Beispiel wäre Abseil eine Option und wahrscheinlich auch die einzige. Ich bräuchte so eine Art Bergsteigerausrüstung, aber sowas haben die Bullen ja nicht. Wer könnte denn sowas haben? Normales Seil werde ich mir jedenfalls nicht um den Buddy binden. Ich bin zwar verrückt, aber nicht wahnsinnig. Aber wer könnte so eine verfluchte Abseilvorrichtung besitzen? So, wir brauchen eine Abseilvorrichtung und ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Einen Moment bitte. Oh, da bin ich auch schon wieder zurück. Wie gesagt, wir brauchen eine Bergsteigerausrüstung. Fragt sich nur, wo wir die herbekommen. Das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Deswegen, weil ich weiß wirklich nicht, wo man so eine Bergsteigerausrüstung finden könnte. Deswegen gucke ich jetzt leider nochmal nach. Tut mir leid. Ja, das wäre im Prinzip mein nächster Schritt gewesen, weil ich glaube nicht, dass die Werkzeugausrüstung hier auf dem Dach liegt, aber fahren nach unten ins Foyer. Das heißt, wir fahren jetzt einmal nach unten und gucken dann wieder nach. Dieser Knopf dient dafür, wenn man es sich anders überlegt hat und man so nach unten möchte, wie man aufs Dach gekommen ist. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, diesen Knopf dann zu verwenden. Einmal Foyer. Schneller. Danke. So, und da hier wahrscheinlich auch keine Werkzeugausrüstung liegen wird. Ach, jetzt wollen die feinen Herren und die Damen mir wieder helfen, ne? Jetzt darf ich die auf einmal wieder stören. Ich hatte die schon komplett abgehakt, weil die mir ja einfach nicht mehr helfen wollen. Egal, was ist jetzt, wenn die Tür da oben verschlossen ist, wollen die mir ja nicht helfen. Da habe ich schon komplett abgehakt. Und jetzt wollen die feinen Herren und die Damen wieder helfen, ne? Ja, ja, ist klar. Hallo, die Damen. Brian. Du hast doch auch immer Ideen. Wo bekomme ich eine Bergsteigerausrüstung her? Was willst du damit? Dir das jetzt zu erklären, würde zu lange dauern. Hast du eine Idee, ja oder nein? Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gebraucht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo man so etwas herbekommt. Du scheinst im Moment im Tal des Blackouts zu wandern, was, Brian? Nein, nein, ich wandere nicht. Ich war die ganze Zeit hier. Sag mal, hast du einen Schlag auf den Kopf bekommen? Was redest du denn da für ein Bullshit? Was? Ich bin am Ende. Du verstehst das nicht, Rydek. Ich fühle mich schon irgendwo schuldig. Ich meine... Hör auf, in Selbstmitleid zu zerfließen und dir Vorwürfe zu machen.
Es wird Zeit, dass wir uns aus dieser Lage befreien und dafür brauche ich deine Hilfe. Weißt du, was ich meine? Ich tue mein Bestes. Dein Bestes? Weißt du was? Verlierer jammern immer von wegen, sie haben ihr Bestes gegeben. Gewinner, die fahren nach Hause und machen was mit der Ballkönigin. Was denn? Das erzähle ich dir ein andermal. Ich muss jetzt los. Der Schacht ruft, du weißt schon. Ach, Brian. Schön verpeilt. Hallo, Jenny.